Hey ho Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich bin unterwegs. Ich nehme euch mit, so wie immer. Ja, und mache heute wieder eine Runde durch meine Gegend hier. Ich bin gespannt, wie das Wetter sich entwickelt. Heute ist es echt bewölkt, stark bewölkt sogar. Die Sonne kommt zwar ab und zu mal durch, aber es soll heute noch gewittern. Heute Nachmittag, heute Abend. Heute ist auch der erste Tag, wo es so einigermaßen aushaltbar ist von den Temperaturen. Die letzten Tage und Wochen war es echt ätzend, was die Temperaturen angeht. Weit über 30 Grad, fast jeden Tag. Tropische Nächte. Tja, so ist das im Sommer. Denn ich habe noch Sommer. Wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich ist der Sommer lange vorbei. Nein, der Sommer ist lange vorbei. Aber hier bei mir, gerade aktuell, ist noch Sommer. Ich bin heute wieder mit meinem Quietschekasten unterwegs. Und ich guck mal, was der Tag hier so bringt. Bleibt dabei, wenn ihr möchtet. Ja, heute ist tatsächlich ein bisschen diesig. Seht ihr ja da im Hintergrund über die Felder. Die Sicht ist heute nicht so klar, wie sie sein sollte. Also da kommt heute noch was, schätze ich. Ich sage ja, laut Wetter-App ist Gewitter angekündigt. Ab 16, 17 Uhr. Dann bin ich ja hoffentlich wieder daheim. Den Arsch gewaschen mit Gewitter und das volle Programm, das möchte ich ja dann doch nicht. Weil dann hat meine Frau wieder Angst um mich. Und das muss ja nicht sein. Naja, ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal hier eine Runde auf altbekannten Wegen und genieße das Draußensein. We'll be right back.
bin ich hier ja quasi im Fellanerbruck auf einem Weg, den ich so auch noch nicht beschritten habe. Ist vielleicht doch mal ganz interessant, auch für euch mal wieder. Und ich bin ja schon tausendmal hier gewesen mit euch. Aber diesen Weg kannte ich jetzt auch noch nicht. Beziehungsweise diesen Weg kenne ich nicht. Den gehe ich jetzt mit euch. Mal schauen, wo der hinführt. Okay. Dieser unbekannte Weg hat mich wieder zu der Wanderautobahn hier im Hohenhagen geführt, im Fellanerbruck. Interessant, interessant. Was man nicht alles so entdeckt, wenn man Wege geht, die man noch nicht gegangen ist. Nun denn, ich schaue jetzt einfach mal, wohin mich mein weiterer Weg noch führt. Ich guck mal und halt euch auf dem Lauf. Jetzt wird's ganz schön windig. Heide Witzka. Aber ich habe mich jetzt entschlossen, ich gehe zu meinem absoluten Lieblingsplatz hier in der Gegend. Ihr wisst, glaube ich, wo das ist. Diese kleine Schutzhütte, wo ich so oft sitze. Also die andere Schutzhütte, nicht die Schutzhütte, wo ich nicht gern gesehen bin. Und an diesem Platz habe ich wirklich meine Ruhe. Da geht zwar eine Straße entlang, aber scheiß drauf. Ich sitze da echt gerne. Ist quasi diese Schutzhütte das, was zum Beispiel für Carlos die Donau ist. Der ist ja auch immer wieder gerne an seiner Donau. Und genauso gerne bin ich an dieser doofen Schutzhütte. Wobei, doof ist sie ja nicht. Ich habe schon viele, viele schöne Zeiten gehabt hier draußen. Ja, dann darf ich euch jetzt hier wieder in dieser Schutzhütte begrüßen. Wie gesagt, das ist hier wirklich einer meiner Lieblingsorte. Wenn ich wählen müsste, wenn ich nur noch an einen Ort hingehen dürfte, das wäre es hier. Wie gesagt, hier geht eine Straße entlang, aber was soll's. Dann kommt hier mal ein Auto oder ein Fahrradfahrer oder ein Fußgänger. Was soll's. Auf jeden Fall habe ich hier einen einigermaßen guten Ausblick. Ich finde es einfach nur geil, hier zu sein. Ist nicht weit weg von daheim. Aber immerhin. Ist schön hier. Windschutz, Wetterschutz. Nicht viel, aber besser als nichts. Deswegen, eigentlich ist das hier mein absoluter Lieblingsort. Für eine Pause. Einfach mal die Seele baumeln lassen. Und genau das mache ich jetzt auch. Ich habe alles wieder eingepackt, meine Pause ist beendet. Ich sattel gleich auf und dann geht's Richtung Heimat. Zurück zu meiner Frau.
Und dann war das eine schöne Zeit für mich. Für euch hoffentlich auch. Ja, ich weiß, ich bin wieder in derselben Gegend unterwegs gewesen. Eigentlich schon recht langweilig für euch. Aber ich denke mal, in Zukunft wird auch wieder was anderes kommen. Aus anderen Gegenden. Weil Dark Angel hatte vor kurzem ihre OP an der Hand, an der linken Hand. Carpaltunnel-Syndrom hatte sie da gehabt. Das ist operiert worden. Jetzt gibt ihre linke Schulter einigermaßen Ruhe und ihr linker Arm. Jetzt kann sie auch mal wieder einen Rucksack tragen. Über eine gewisse Zeit. Ich denke mal, da kommen demnächst auch wieder Touren, die ja nicht immer nur durch den Hohen Hagen gehen, sondern auch mal woanders hin. Und dann ist Dark Angel auch wieder dabei. Das freut mich persönlich ungemein. Ich hoffe, euch freut das auch. Jo, dann wisst ihr Bescheid, was in Zukunft hier so noch kommen wird. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Denn wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Darksider, over and out.